Finanzieller Erfolg hat wenig damit zu tun, wie klug man ist. Dafür umso mehr mit dem eigenen Verhalten. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sein kann, dass eine Person mit vielen akademischen Errungenschaften am Ende weniger Wohlstand hat als jemand, der nicht einmal studiert hat? Das menschliche Verhalten ist eine entscheidende Variable für die finanziellen Erfolge, und zwar sowohl im Großen, wie der Wirtschaft eines Landes, als auch im Kleinen, wie bei Ihren persönlichen Finanzen. Gleichzeitig ist dies aber auch der am schwierigsten zu analysierende und zu verstehende Aspekt. In diesem Video werde ich die wichtigsten Kapitel des Buches »Die Psychologie des Geldes« von Morgan Housel zusammenfassen. Kapitel 1 – Keiner ist verrückt. Die Vorstellung, die wir davon haben, wie die Welt und das Geld funktionieren, hat wenig mit dem zu tun, was tatsächlich in der Welt passiert, und viel damit, was wir darüber glauben. Und was Sie darüber denken, wie die Welt funktioniert, wird stark von Ihren persönlichen Erfahrungen beeinflusst. Und Ihre persönlichen Erfahrungen hängen von Ihrem unmittelbaren Umfeld ab. Ein Beispiel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand, der in einem Land mit einer Inflationskrise lebt, negative Erfahrungen mit dem Sparen gemacht hat und daher das Bedürfnis hat, alles, was er verdient, so schnell wie möglich auszugeben. Eine andere Person, die in einem Land mit einer stabilen Währung lebt, denkt jedoch anders über das Sparen und hat eine optimistischere Einstellung dazu. So können sich zwei gleich intelligente Menschen darin unterscheiden, wie sie sparen und Geld anlegen, um ihr Vermögen zu vermehren. Ein durchschnittlicher Berufstätiger in Australien vor der aktuellen weltweiten Pandemie konnte Menschen aus anderen Breitengraden, die in ihrem Leben viele Wirtschaftskrisen erlebt haben, nicht wirklich verstehen. Man kann Zahlen kennen und Daten und Statistiken analysieren, aber nichts hat so großen Einfluss wie eine persönliche Erfahrung. Jede Entscheidung, die Menschen mit ihrem Geld treffen, wird durch die Informationen gerechtfertigt, die ihnen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, und ist verbunden mit dem individuellen mentalen Modell, wie die Welt funktioniert. Es scheint, dass wir alle verrückte Dinge mit unserem Geld tun, aber deswegen ist noch keiner wirklich verrückt. Unsere Geldentscheidungen beruhen auf einzigartigen Erfahrungen, die nur für uns zu einem bestimmten Zeitpunkt Sinn machen. Kapitel 2 – Glück und Risiko. Wenn man erfolgreiche Geschäftsleute nach ihrem Erfolg befragt, werden sie sicherlich von harter Arbeit und vielen Opfern sprechen. Das ist die Art und Weise, wie sie ihren Erfolg erklären würden. Und obwohl dies für sie zutrifft, gibt es auf der anderen Seite der Medaille unberechenbare und unsichtbare Variablen, die entscheidend sein können – Glück und Risiko. Die Ergebnisse, die Sie in Ihrem Leben erzielen werden, werden von Kräften bestimmt, die jenseits Ihrer individuellen Bemühungen liegen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass Sie sich nicht anstrengen müssen. Es bedeutet lediglich, dass Anstrengung nicht die einzige Zutat für Erfolg ist. Ein Beispiel. Viele Menschen sprechen von Bill Gates' geschäftlichem Erfolg und seinen Innovationen. Es gibt sogar Leute, die ihn als Vorbild nennen. Aber Bill Gates besuchte Lakeside, eine private Eliteschule in Seattle. In den 1960er Jahren war dies die einzige Schule mit einem Computer, das Teletype-Modell 33. Dies hatte großen Einfluss auf Bill Gates Interesse an der Computertechnologie. Er wurde sogar vom Mathematikunterricht befreit, damit er seinem Interesse an der Informatik nachgehen konnte. Bill Gates selbst gab zu, dass es Microsoft nicht gegeben hätte, wenn er nicht an einer Computerschule wie Lakeside hätte studieren können. Gates war nicht der einzige brillante Schüler an der Schule. Neben ihm waren Paul Allen und Kent Evans. Sie waren befreundet. Jeder hätte gedacht, dass alle drei für den Erfolg bestimmt waren. Aber Kent Evans zum Beispiel starb bei einem Unfall noch bevor er seinen Abschluss machen konnte. Wie Sie sehen, gab es entscheidende Ereignisse in dem jeweiligen Schicksal, die nicht im bewussten Einflussbereich lagen. Wir erkennen die Ergebnisse, aber wir sehen nicht die Komplexität dahinter. So verhält es sich auch mit dem Risiko. Wir sind nicht in der Lage, Risiken zu messen, die große Investoren eingegangen sind. Wir wissen nicht, wie viel Risiko dieser Investor mit dem Unternehmen eingegangen ist, das heute erfolgreich ist. Wir wissen nicht, welche Schulden dieser erfolgreiche Geschäftsmann gemacht hat, als er zu Beginn seines Unternehmens auf seine Zukunft wettete.
Dies ist kein einfaches Problem. Die Schwierigkeiten zu erkennen, was auf Glück, Können oder Risiko zurückzuführen ist, stellt eines der größten Probleme dar, mit dem wir konfrontiert werden, wenn wir versuchen zu lernen, wie wir am besten über unser Geld entscheiden. Der Autor gibt uns drei Lektionen, die wir aus dieser Realität lernen können. Erstens: Nicht jeder Erfolg ist auf harte Arbeit und nicht jeder Misserfolg auf Faulheit zurückzuführen. Behalte dies im Hinterkopf, wenn du andere und dich selbst beurteilst. Zweitens: Betrachten Sie keine Ausnahmefälle oder extreme Beispiele. Je außergewöhnlicher das Ergebnis ist, desto weniger ist es anwendbar. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass extreme Ergebnisse von extremen Glücksfällen oder Risiken beeinflusst wurden. Drittens: Nichts ist so gut oder so schlecht, wie es scheint. Die Annahme, dass Glück und Risiko bei den Ergebnissen, die wir erzielen, eine Rolle spielen, wird uns helfen, uns selbst zu verzeihen und Raum zu lassen, es weiter zu versuchen, bis das Spiel zu unseren Gunsten ausgeht. Kapitel 3: Niemals genug. Wenn reiche Menschen verrückte Dinge tun. Viele Menschen wollen reich werden, aber das ist sehr abstrakt. Wie reich wollen sie werden? Wie viel ist genug? Auf Shelter Island fand eine Party statt, die von einem Milliardär veranstaltet wurde und an der zwei Schriftsteller, Kurt Vonnegut und Joseph Heller, teilnahmen. Vonnegut sagte, der Milliardär verdiene an einem einzigen Tag mehr Geld als Heller mit seinem ganzen Roman. Doch Heller antwortet: Ja, aber ich habe etwas, was er nie haben wird. Genug. Es besteht die Gefahr, dass man nie genug hat. Man kann alles haben: Reichtum, wertvollen Besitz, Macht, aber man kann auch ein Risiko eingehen und damit alles wegwerfen, weil man mehr haben will. Der Autor erzählt die Geschichte von Rashad Gupta, der in seiner Jugend verwaist war, aber Jahre später einen MBA-Abschluss in Harvard machte und CEO von McKinsey & Company wurde. Für 2008 wurde der Wert seines Vermögens mit 100 Millionen Dollar angegeben. Aber Gupta wollte mehr und er bewies es. Im Jahr 2008, während der Krise von Goldman Sachs, beschloss Warren Buffett, 5 Milliarden Dollar in die Bank zu investieren, um ihr beim Überleben zu helfen. Da Gupta Mitglied des Verwaltungsrats von Goldman Sachs war, erhielt er diese Information vor der Öffentlichkeit und beschloss, heimlich Goldman Sachs Aktien zu kaufen, bevor sie aufgrund von Buffetts Investitionen stiegen. Gupta wurde wegen Insiderhandels verhaftet. Auf diese Weise ruinierte er seinen Ruf und seine Karriere, motiviert durch die Gier, nicht genug zu haben. Wenn Ihnen dieses Video bisher gefallen hat, vergessen Sie nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Jede Woche kommt ein neues Video heraus. Und nun zurück zum Video. In diesem Kapitel hinterlässt der Autor einige wichtige Lektionen. Erstens: Die schwierigste finanzielle Fertigkeit ist es, das Ziel zu erreichen, damit es nicht wegdriftet. Das Ziel wird immer weiter gesteckt, wenn die Lust auf mehr Reichtum und Macht schneller zunimmt als die Zufriedenheit. Das ist ein rotes Fähnchen, das darauf hinweist, dass man wahrscheinlich dabei ist, immer mehr irrationale Risiken einzugehen. Das wahre Glück liegt in der Zufriedenheit, genug zu haben und nicht in der ständigen Erwartung. Zweitens: Soziale Vergleiche sind das Problem. Sich mit anderen zu vergleichen, ist eine unnötige Qual, die Sie vermeiden sollten. Es wird immer jemanden geben, der bessere Ergebnisse erzielt als Sie. Es wird immer jemanden geben, der weiter oben auf der Leiter steht. Sich mit solchen Personen zu vergleichen, raubt Ihnen die Freude. Laufen Sie Ihr eigenes Rennen. Drittens: Es gibt viele Dinge, die es nicht wert sind, riskiert zu werden, ungeachtet des möglichen Gewinns. Ein guter Ruf ist unbezahlbar. Freiheit und Unabhängigkeit sind unbezahlbar. Familie und Freunde sind unbezahlbar. Von denen geliebt zu werden, die man liebt, ist unbezahlbar. Glück ist unbezahlbar. Wenn Sie all das behalten wollen, sollten Sie unbedingt wissen, wann Sie aufhören müssen, Risiken einzugehen, die all diesen wertvollen Dingen schaden können. Kapitel 4: Der verflixte Zinseszins. Es gibt viele Bücher über das Investieren,
Viele davon sehr gut, wie zum Beispiel die, in denen beschrieben wird, wie Warren Buffett sein Vermögen durch seine Investitionen gemacht hat. Buffetts Vermögen beläuft sich heute auf 86,5 Milliarden Dollar. Er ist zweifelsohne ein phänomenaler Investor. Aber es gibt etwas, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Buffett ist nicht nur ein guter Investor, er war schon als kleiner Junge ein guter Investor. Dennoch hat er über 90% seines Vermögens erst nach seinem 50. Lebensjahr aufgebaut. Warren Buffetts Fähigkeit ist das Investieren. Aber sein Geheimnis ist Zeit. So funktioniert der Zinseszins. Die Lektion, die der Autor in diesem Kapitel vermitteln möchte, lautet, dass es bei guten Investitionen nicht unbedingt darum geht, die höchsten Renditen zu erzielen. Die höchsten Renditen sind in der Regel einmalige Erfolge, die sich nicht wiederholen lassen. Bei guten Investitionen geht es darum, ziemlich gute Renditen zu erzielen, die man über einen langen Zeitraum hinweg beibehalten und wiederholen kann. Und wie Charlie Munger sagte, die erste Regel des Zinseszinses ist, ihn niemals unnötig zu unterbrechen. Kapitel 5: Reich werden oder reich bleiben? Viele Finanzgurus reden darüber, wie man reich wird. Das hat das Thema für viele Menschen langweilig gemacht. Aber es gibt noch etwas anderes, das oft aus den Augen verloren geht. Es geht nicht nur darum, eine bestimmte Menge an Kapital anzuhäufen, sondern auch darum, sein Vermögen über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Der Autor argumentiert, dass es nur einen Weg gibt, reich zu bleiben. Eine Kombination aus Genügsamkeit und Paranoia. Genügsamkeit bedeutet, dass man seine Ressourcen weise einsetzt. Um reich zu werden, muss man Risiken eingehen, optimistisch in die Zukunft blicken und aufmerksam sein. Um reich zu bleiben, braucht man Bescheidenheit und die Angst, dass einem das, was man verdient hat, wieder weggenommen wird oder verloren geht. Der Zinseszins ist wie das Pflanzen eines Baumes. In einem Jahr werden Sie kaum Fortschritte sehen. In 10 Jahren werden Sie den Unterschied bemerken und in 50 Jahren werden Sie etwas Außergewöhnliches geschaffen haben. Aber um die ganze Zeit über auf den Beinen zu bleiben, müssen Sie die unvorhersehbaren Höhen und Tiefen des Lebens überstehen, die wir alle im Laufe der Zeit erleben. Kapitel 6: Sie können die Hälfte der Zeit falsch liegen und trotzdem ein Vermögen machen. In diesem Kapitel erzählt der Autor die Geschichte von Heinz Berggruen, der für seinen Scharfsinn bei Investitionen in die Kunst bewundert wurde. Berggruen gelang es, eine Sammlung wertvoller Kunstwerke anzuhäufen. Aber in Wirklichkeit erreichte er dies nicht durch reine Sachkenntnis, sondern Berggruen kaufte große Mengen an Kunst. Und von all dem wurde nur ein kleiner Teil zu wertvoller Kunst. Das bedeutet, dass Berggruen die meiste Zeit falsch lag, aber er hat es geschafft, insgesamt doch richtig zu liegen. Wenn Sie sich in die Welt des Unternehmertums und der Investitionen wagen wollen, müssen Sie verstehen, dass viele Dinge in der Welt dem Pareto-Prinzip oder der 80-20-Regel entsprechen. Übrigens habe ich ein Video über das Pareto-Prinzip gemacht, wenn Sie es besser verstehen wollen. Link in der Beschreibung. Erfahrene Investoren und große Unternehmen gehen davon aus, dass von 100% ihrer Investitionsentscheidungen 80% scheitern werden. Wenn Sie jemand sehen, der außergewöhnliche Ergebnisse erzielt oder berühmt und einflussreich wird, müssen Sie verstehen, dass es sich um ein Ereignis unter Tausenden oder Millionen handelt. Das ist der Aktienmarkt. Die meisten werden scheitern, einige werden gut abschneiden und nur einige werden unglaubliche Renditen erzielen. Dem Autor zufolge hat Warren Buffett zugegeben, dass er im Laufe seines Lebens Aktien von mehr als 400 verschiedenen Unternehmen besessen hat, aber die größten Gewinne mit nur 10 Unternehmen, deren Aktien er besaß, machte. Viele große Unternehmen wissen um diese Realität des Lebens. Wenn Sie sich zum Beispiel alle Serien ansehen, die Netflix produziert hat, werden Sie feststellen, dass nur wenige von ihnen einen nennenswerten Erfolg hatten. Diese Erkenntnis hilft Ihnen zu akzeptieren, dass es normal ist, dass viele Dinge scheitern oder schiefgehen. Kapitel 7: Freiheit. In diesem Kapitel erzählt der Autor, wie er eines Tages Investmentbanker werden wollte, weil man damit viel Geld verdienen könnte. So dachte er, dass er mit finanziellem Erfolg auch glücklich werden würde.
Als er es erreichte, als Investmentbanker zu arbeiten, wurde ihm vom ersten Tag an klar, warum diese so viel Geld verdienten. Sie arbeiteten härter und länger, als es ein Mensch auf Dauer zu leisten in der Lage war. Der Autor sagt, dass er sich in diesem Job zwar wichtig fühlte und gut bezahlt wurde, dass er es aber irgendwann nicht mehr ertrug, ein Sklave seines Chefs zu sein. Er war gezwungen, jede Sekunde des Tages zu arbeiten. Das machte diese Zeit zu der unglücklichsten in seinem Leben. Länger als einen einzigen Monat hielt er das nicht durch. Wenn man etwas gerne tut, aber gezwungen wird, es 18 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zu tun, dann kann es zu etwas werden, das man wirklich hasst. Ganz gleich, wie sehr Sie Ihre Tätigkeit lieben, wenn sie zu etwas wird, das Ihre Zeit auffrisst, werden Sie sie am Ende hassen. Die höchste Form des Reichtums ist die Fähigkeit, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, ich kann heute tun, was ich will. Wir hören immer wieder, dass die Menschen glücklich sein wollen. Aber Glück ist komplex, denn wir sind alle unterschiedlich. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Der universelle Treibstoff für Freude ist die Fähigkeit, selbstbestimmt zu handeln. Es gibt verlockende Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber viele sind Fallen, denen man nur schwer entkommen kann. Verfallen Sie nicht in den endlosen Kreislauf, immer mehr zu verdienen und dabei einen Ihrer wertvollsten Werte zu verlieren: Freiheit. Die Fähigkeit zu tun, was Sie wollen, wann Sie es wollen, mit wem Sie wollen und solange Sie wollen, ist unbezahlbar. Kapitel 9: Reichtum ist das, was man nicht sieht. Jemand mag Ihnen reich erscheinen, aber die Realität ist schwer zu erkennen. Sie könnten nur die Spitze des Eisbergs sehen. Lassen Sie sich nicht von denen verführen, die Ihren Reichtum zur Schau stellen. Es scheint dumm, das zu sagen, aber der einzige Weg, Reichtum anzuhäufen, ist, ihn nicht auszugeben. Wenn Menschen sagen, dass sie Millionär werden wollen, meinen sie in Wirklichkeit oft, dass sie 1 Million Dollar ausgeben wollen. Aber 1 Million Dollar auszugeben, ist buchstäblich das Gegenteil davon, Millionär zu sein. Der Reichtum liegt im Verborgenen. Reichtum ist Einkommen, das man spart und nicht ausgibt. Reichtum ist die Freiheit, Optionen zu haben und flexibel zu sein und Wachstum. Reichtum ist die Fähigkeit, bei Bedarf Dinge zu kaufen. Geld auszugeben, um anderen zu zeigen, wie viel Geld man hat, ist der schnellste Weg, weniger Geld zu haben. Wenn Sie Hörbücher mögen und meinen Kanal unterstützen möchten, dann klicken Sie auf den ersten Link in der Beschreibung. Der Link führt zu einer Gratisversion von Audible für einen ganzen Monat. Sie können ein Buch kostenlos erhalten und wenn Sie nach dem ersten Monat nicht weitermachen wollen, jederzeit kündigen und müssen nichts bezahlen und können dennoch Ihr gratis Audiobook behalten. Kapitel 13: Raum für Fehler. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich die Möglichkeit des Scheiterns vorzustellen, werden Sie scheitern. Denn das wirkliche Scheitern wird kommen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie mit einem Rückschlag in Ihrem Unternehmertum und Ihren Investitionen umgehen sollen. Wie können Sie mit Widrigkeiten umgehen, wenn Sie diese Möglichkeit nie in Betracht gezogen oder sich nicht darauf vorbereitet haben? Wenn Sie alles auf eine einzige Investition setzen, gehen Sie ein zu großes Risiko ein. Eine einzige Sache bietet Ihnen keine Optionen. Wenn Sie Ihr Anlageportfolio nicht erweitern, bedeutet dies, dass Sie keinen Spielraum für Fehler lassen. Das heißt, Sie sind nicht auf ein ungünstiges Ergebnis vorbereitet und genau das ist das eigentliche Scheitern. Wenn etwas kaputt gehen kann, wird es auch kaputt gehen. Wenn Sie also viele Dinge von der Leistung eines einzigen abhängig machen, können Sie bereits heute beginnen, die Tage bis zum Zusammenbruch zu zählen. Einer der größten Fehler im Umgang mit Geld besteht darin, dass man sich ausschließlich auf sein Gehalt verlässt, um kurzfristige Ausgaben zu finanzieren, ohne Ersparnisse zu haben, die einen vor unerwarteten Ausgaben in der Zukunft schützen. Wir denken gerne, dass wir für etwas Bestimmtes sparen, zum Beispiel für den Kauf eines Autos oder für den Ruhestand. Aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, was morgen passieren wird. Und wir können nicht sicher sein, wofür wir unsere Ersparnisse ausgeben müssen. Das bedeutet nicht, dass man nicht planen darf, sondern nur, dass man bei der Planung Spielraum für Fehler lassen muss. Kapitel 14: Sie werden sich verändern.
Langfristige Planung scheint einfacher zu sein, als sie tatsächlich ist. Denn alles verändert sich mit der Zeit. Sie und ich werden uns in 10 Jahren verändern. Auch die Welt wird sich verändern. Dies sollte Sie nicht daran hindern, Pläne für die Zukunft zu schmieden, sondern eine Warnung sein, die Ihnen hilft, mit der nötigen Umsicht und Weisheit vorzugehen, um zukünftige Rückschläge zu vermeiden. Der Autor erzählt die Geschichte eines Freundes, der in seiner Jugend immer sagte, dass er davon träumte, Arzt zu werden. Damals konnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass er es nicht schaffen würde. Aber er hat es mit viel Mühe geschafft. Vor ein paar Jahren traf der Autor diesen Freund wieder, der jetzt Arzt ist. Aber es stellte sich heraus, dass dieser Freund, der für seinen Traum, Arzt zu werden, gekämpft hatte, es jetzt bereute, diesen Beruf gewählt zu haben, weil er ihn für schrecklich hielt. In der Psychologie gibt es etwas, das man die Illusion vom Ende der Geschichte nennt. Damit bezeichnen Psychologen die Tendenz von Menschen, sich bewusst zu machen, wie sehr sie sich in der Vergangenheit verändert haben, aber unterschätzen, wie sehr sich ihre Persönlichkeit, ihre Wünsche und Ziele in der Zukunft wahrscheinlich verändern werden. Die Realität ist, dass sie sich verändern werden. Sie werden nie aufhören, sich zu verändern. Auch ihr Umfeld wird sich ändern und Entscheidungen, die in der Vergangenheit richtig schienen, können sich in der Zukunft als verrückt erweisen. Denken Sie daran, wenn es an der Zeit ist, Ihre Finanzen auf lange Sicht zu planen. Kapitel 15. Nichts ist umsonst. Alles hat seinen Preis, aber nicht alle Preise stehen auf dem Etikett. Der Schlüssel zu finanziellen Entscheidungen liegt darin, herauszufinden, wie hoch dieser Preis ist und ob Sie bereit sind, diesen zu bezahlen. Was ist der Preis des Erfolgs? Sind Sie bereit, ihn zu zahlen? Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie bedenken, dass die meisten Dinge in der Theorie einfacher sind als in der Praxis. Um als Anleger erfolgreich zu sein, müssen Sie einen Preis zahlen. Aber den zahlen Sie nicht mit Geld, sondern mit Ungewissheit, Zweifeln und Ängsten im Zusammenhang mit der Volatilität, mögliche Schwankungsbreite, der Märkte. Ihre Anlageerträge sind nicht kostenlos und werden es auch nie sein. Volatilität und Ungewissheit sind die Eintrittspreise und Gebühren, die Sie in dieser Welt zahlen müssen. Das Geheimnis besteht darin, diese zu akzeptieren und als Teil des Geschäfts anzunehmen. Und Sie davon zu überzeugen, dass der Preis, den Sie bezahlen müssen, es wert ist. Wollen Sie etwas beginnen, sollten Sie zunächst herausfinden, welche Kosten damit verbunden sind. Kapitel 16. Sie und ich. Sie und ich haben unterschiedliche Ziele. Und unsere Pläne entstehen aus unserer Sicht der Welt, angetrieben durch unsere eigenen Trigger. Nehmen Sie dies als Warnung, wenn Sie den Ratschlägen oder Fußstapfen anderer folgen. In der Geschichte sind viele Finanzblasen aufgetreten, die dem Vermögen vieler Anleger unermesslichen Schaden zugefügt und ganze Familien ruiniert haben. Ein gemeinsamer Nenner aller Finanzblasen sind jene Anleger, die unschuldig den Signalen anderer Anleger folgen, die ein anderes Spiel spielen als sie selbst und unweigerlich in eine Falle tappen. Langfristige Investoren und kurzfristige Investoren haben unterschiedliche Ziele. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie Investitionsentscheidungen auf der Grundlage des Vorgehens anderer treffen. Angesichts dessen empfiehlt der Autor, alles zu tun, um zu erkennen, welches Spiel man spielen möchte. Jeder Anleger muss seine Strategie wählen, die die besten Chancen hat, seine Ziele erfolgreich zu erreichen. Kapitel 17. Die Verlockung des Pessimismus. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass viele Menschen ein großes Interesse an den tragischen Botschaften der Unheilspropheten zu haben scheinen? Es ist, als ob die Menschen gerne hören, dass die Welt zur Hölle fährt. Pessimismus ist das Gebot der Stunde. Das liegt daran, dass Pessimismus klüger klingt. Der Autor erwähnt die Zeit, als das Wall Street Journal einen Artikel veröffentlichte, der von einem russischen Professor namens Igor Panarin geschrieben wurde. Der Artikel sah aus wie die Zusammenfassung eines dystopischen Films und warnte buchstäblich davor, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bis 2010 geteilt sein würden. Alaska würde unter russische Kontrolle geraten, Kalifornien würde zur Kalifornischen Republik und unter chinesischen Einfluss geraten. Und so ging es weiter mit anderen apokalyptischen Prophezeiungen.
Es ist unglaublich, dass dieser Artikel auf der Titelseite einer so angesehenen Zeitung veröffentlicht wurde. Pessimismus ist natürlich und evolutionär bedingt, da Organismen Bedrohungen als dringlich wahrnehmen müssen, um ihr Überleben oder das der Art zu sichern. Für die meisten Menschen ist Optimismus jedoch die beste Lösung, denn für einen Großteil der Menschheit haben die Entwicklungen der letzten 100 Jahre nur Verbesserungen mit sich gebracht. Die Realität ist, dass der Wunsch zu überleben und das Streben nach Profit die Menschen dazu bringt, inmitten von Widrigkeiten nach Lösungen zu suchen. In einem Kontext der Notwendigkeit wird es zu Innovationen kommen, denn die Notwendigkeit ist die Mutter aller Innovationen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Japan, wenige Tage nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, und Sie lesen einen Artikel, in dem es heißt, dass Japan eine der führenden Volkswirtschaften der Welt werden wird. Was würden Sie denken? Vielleicht glauben Sie daran, aber vielleicht halten Sie es auch für ein optimistisches Klischee. Aber es ist wahr geworden. Japan hat es geschafft, sich zu erholen und eine Weltmacht zu werden, nachdem es den Tiefpunkt erreicht hatte. Wie Sie sehen, werden sich früher oder später Lösungen finden, wenn die Menschen auf Probleme und Widrigkeiten reagieren. Dies ist einer der wichtigsten Faktoren für den wirtschaftlichen Aufschwung, der von Pessimisten oft ignoriert wird. Ohne Optimismus ist es für die Menschen unmöglich, Lösungen für Probleme zu finden. Wenn Sie mehr psychologische Fakten zum Thema Geld wissen möchten, dann sehen Sie sich das Video auf dem Bildschirm an. Es handelt von den drei häufigsten Fehlern im Umgang mit Geld. Vielen Dank fürs Anschauen und bis nächste Woche!